Ja, eigentlich ganz kurz, wie kam es überhaupt zu diesem Vortrag? Irgendwie, ich habe auf Facebook irgendwie von Stefan den Aufruf, also Call for Papers, letzte Chance und so weiter, habe ich gesehen und habe gedacht, ach scheiße, jetzt schickst du mal was hin, dann hast du wenigstens den Druck, endlich wieder zum Joomla Day zu kommen und kannst das denn machen. Und plötzlich, einen Tag später, bekam ich dann von David die Nachricht, ja, machen wir, können wir machen, finde ich gut und so weiter. Und ja, so kam es zu diesem Vortrag, der eigentlich recht spontan entstanden ist. Eigentlich mit dem Gedanken, dass ich tatsächlich jetzt seit 1,5, 2 Jahren relativ wenig nur noch leider mit Joomla mache und mir die ganzen Dinge, die so passieren und die ganzen Dinge, die so geschrieben werden, mit ein bisschen mehr Abstand eben angucken kann. Abstand heißt jetzt aber nicht nur mein persönlicher Abstand, Abstand heißt auch der Abstand zurück, was hat Joomla eigentlich erreicht und Abstand vielleicht auch nach vorn. Was können wir von Joomla noch erwarten und was sind eigentlich die Herausforderungen? Wenn wir von Joomla reden, dann reden die Älteren auch von Mambo. Also das ist tatsächlich die Herkunft natürlich von Joomla. Ich fand eigentlich den Spruch von, oder den Slogan von Mambo eigentlich immer mit am schönsten, Power in Simplicity. Das war eigentlich das, was für viele eben wichtig war. Es gab genug Power für damals noch kleine und mittlere Seiten, aber eben auch für die Entwickler, um was daraus zu machen. Und trotzdem war es für den Endanwender einigermaßen gut nutzbar und einigermaßen einfach handhabbar. Damals gab es eine wunderschöne Website, die hieß mambas.com. Das war ein Forum, also ein Nutzerforum für Mambo-Benutzer. Und in diesem Forum haben sich eine ganze Menge Leute, die sich heute auch noch kennen und heute auch noch meistens gut verstehen, haben sich damals kennengelernt. Und eigentlich ist da auch die Wurzel der Joomla Days entstanden kam daraus, weil aus diesem mambas.com-Forum haben sich Leute zusammengetan, die dann eben den ersten Mambo-Day gemacht haben. Und wir hatten nun leider das Pech, dass genau in der Zeit, wo Mambo und Joomla quasi, also wo aus Mambo Joomla wurde, hatten wir unseren Mambo-Day schon gehabt und die Niederländer haben uns dann sozusagen also den ersten Joomla-Day der Welt geklaut, der dann eben nach diesem Namenswechsel, nach diesem Fork dann stattfand. Aber nichtsdestotrotz, es gab auch damals schon viel Gemeinsamkeiten unter den Entwicklern. Es gab viele Dinge, die man damals gemacht hat, anders noch als heute. Damals gehört es zum guten Ton, seine Website dann doch mit der Beta-Version laufen zu lassen, wenn nicht sogar mit der Alpha-Version von Mambo, um einfach rauszuprobieren, was können wir machen, was gibt es für neue Features, was passiert, wenn wir irgendwas tun. Natürlich gab es auch damals schon Diskussionen und Streit und einer der größten Streitpunkte, der dann eben dazu führte, dass aus Mambo Joomla wurde, war eben ein Lizenzthema mit dem damaligen Namensinhaber des Namens Mambo fürs CMS. Und da haben sich dann die Entwickler von Mambo, die Core-Entwickler, zusammengetan an einem Wochenende. Brian Thiemann hat das öfters mal dargestellt, das muss wohl ziemlich spannend gewesen sein, das Wochenende, an dem nachher als Ergebnis eben rauskam, ein Brief, der sozusagen den Rücktritt des Core-Development-Teams von Mambo erklärte und daraus wurde dann eben Joomla, was offiziell eben nicht als Fork, was bei Open-Source-Systemen ja nicht selten ist, nicht als Fork bezeichnet, sondern eher als Spoon. Das heißt, Joomla, das System blieb das gleiche, aber sie wollten eben die rechtliche Situation frei halten und eben den Open-Source-Gedanken hochhalten, woraus eben auch der rechtliche Rahmen für Joomla eben entstanden ist, Open Source Matters. Also der Name sagt da im Prinzip schon alles, Open Source Matters ist der rechtliche die Organisation, die eben die Rechte an Joomla hält und am Namen und so weiter und so fort. Das war damals auch eigentlich kaum jemandem bekannt oder den meisten Anwendern nicht bekannt, dass es Open Source Matters gibt.
Das wurde nachher ein bisschen anders irgendwie vor kurzer Zeit, aber das kommt später. Zu der Zeit war die Codebase von Joomla 1.0 noch ziemlich die gleiche wie von Mambo. Das änderte sich dann mit Joomla 1.5, wo dann auch die meisten Benutzer kennengelernt oder mitbekommen haben, dass ein Update nicht nur Update heißen kann, sondern auch Migration. Und das hat die Joomla-Welt eine ganze Zeit begleitet. Wenn man zu der Zeit irgendwelche Joomla-Days besucht hat oder irgendwelche Vorträge gehalten hat, wo es um Joomla ging, wenn man dann gesagt hat, noch irgendwelche Fragen, dann wie läuft das mit der Migration? Wie kriege ich meine Seite aktualisiert? Und so weiter und so fort. Das war zu der Zeit wirklich ein ziemlicher Dämpfer für Joomla, was die Benutzerakzeptanz betraf. Aber nichtsdestotrotz, es ist auch ein Vorteil, dass Joomla diese Wege gegangen ist. Mit Joomla 1.5 gab es das MVC-Framework, das erste im Joomla-Framework. Und Joomla wurde zu dem Zeitpunkt einfach eben auch immer größer. Also man hat vielleicht ein bisschen unterschätzt, dass die Benutzerzahl eben schon so groß ist, dass ein Update eben einfach nicht mehr ganz so einfach so möglich ist und dass es dann doch schon größere Wellen schlägt. Und das war eben auch tatsächlich die Zeit, wo Joomla einfach immer weiter verbreitet wurde und eben Joomla auch zum Business wurde, also zum Geschäft wurde. Es entstanden die Template-Clubs, es entstanden Agenturen, die sich auf Joomla spezialisiert haben und so weiter. Und da kam es eben einfach, war es plötzlich eben so, dass Leute sich auf Joomla verlassen haben und man einfach nicht mehr eben mal so eine Änderung im Core vornehmen konnte, wo plötzlich bestimmte Dinge nicht mehr funktionierten. Dadurch, dass es eben auch immer mehr Business kam es dann auch irgendwann mal zu diesem sogenannten Thread from Hell, eine Diskussion im Joomla-Forum, wo es darum ging, was muss eigentlich GPL sein und was nicht. Dürfen Joomla-Extensions unter einer anderen Lizenz verbreitet werden als GPL oder nicht? Und das schlug relativ hohe Wellen, dass sogar die Free Software Foundation sich damit eingeschaltet hat, ob bestimmte Plugins, ob bestimmte Komponenten quasi zu Joomla gehören während der Ausführung oder ob sie eben eigenständig sind. Und das hat viele, viele Wellen geschlagen und es, wie gesagt, gab im Joomla-Forum, ich weiß nicht, wie viele Antworten oder wie viele Seiten das Thread hat. Also es war sehr, sehr, wurde auch sehr emotional geführt. Das ist auch ein Thema bei Joomla, was eigentlich eine sehr schöne Sache ist. Also für mich eigentlich mit einer der Hauptgründe, warum ich Joomla immer noch oder warum ich Joomla immer noch für das beste CMS halte. Joomla ist das einzige echt community-driven Open-Source-Projekt, also das einzige nennenswerte, was kein Chef, kein niemanden hat, der sagt, in die Richtung geht es. Es wird alles diskutiert mit allen Vor- und Nachteilen, oftmals eben auch mit Nachteilen. Aber es wird eben alles diskutiert. Aber das führt eben dazu, dass es wirklich community-driven ist. Also die Leute, die etwas haben wollen, können es machen, können es vorschlagen, können es auch diskutieren und umsetzen. Und es gibt niemanden, der sagt, es geht jetzt in die Richtung. Hat natürlich eben auch den Nachteil, es gibt auch keine Mitarbeiter, denen wir sagen können, wir brauchen jetzt einen neuen Medienmanager und der soll bis Oktober fertig sein. So, das passiert eben dann auch nur freiwillig. Das sind alles die Dinge, die Vor- und Nachteile sind bei diesem Community-Driven-Projekt. So haben sich dann eben auch die Joomla-Versionen entwickelt, immer weiter. Es gab die lustigen Sachen, wo keiner das Versionierungssystem verstanden hat bei Joomla, warum plötzlich die Fünfer-Versionen die Hauptversionen sein sollten und die Long-Term-Stable-Version. Das hat sich alles zurechtgespielt. Das sind Dinge, die in der Community diskutiert wurden. Ist hier was falsch? Und dieses Versionierungssystem wurde jetzt wieder aufgegeben und ist jetzt wieder ein lineares Versionierungssystem.
Luna hat sich natürlich weiterentwickelt, aber auch die Umwelt hat sich weiterentwickelt und es gibt relativ viele neue Technologien, die an Joomla vorbeigehen oder die Joomla vielleicht auch überholt haben, wo man darüber diskutieren könnte, gehört sowas in Joomla, muss sowas in Joomla sein? Auch da gab es eben relativ viele Diskussionen, gab es auch Kämpfe, was soll Joomla 4 bedeuten, was soll Joomla 4 sein, soll es ein völlig neues Technologiekonzept sein, soll es weiter auf das aufsetzen, was es war, mit Kompatibilität zu den vergangenen Systemen. Das sind alles Dinge, die mehr oder weniger heftig diskutiert wurden, aber letztendlich immer mit dem Ziel, Joomla besser zu machen und Joomla voranzubringen. Jetzt gibt es ein Konzept für Joomla 4 und ein weiterführendes für neue Technologien. Auch das wieder als Ergebnis, wenn man sich das von außen ein bisschen anguckt, die Diskussionen und so weiter, fragt man sich manchmal, ob es keine anderen Probleme in der Welt gibt. Aber die Punkte sind eben ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Extension-Entwickler, die ihr Geld damit verdienen, die auch eine gewisse Investitionssicherheit brauchen, die natürlich sagen, wir wollen gerne Kompatibilität haben. Es gibt andere, die sagen, für uns ist der Entwickler selber wichtig, wir möchten moderne Codebase haben, wir möchten ein modernes System haben, damit Joomla für neue Entwickler attraktiver wird. Und es gibt die Benutzer, die sagen, was interessiert mich großartig, was unter der Oberfläche ist. Ich möchte, dass es sicher ist, ich möchte, dass es schnell ist und dass ich damit bequem umgehen kann. Und diese Dinge eben zusammenzuführen, ist jetzt, denke ich mal, gelungen, dass, also zumindest so wie ich das von außen, wie gesagt, sehe, dass es jetzt mit der Entwicklung von Joomla in einer guten Richtung weitergehen kann. Joomla war nie so richtig das coolste CMS, was es so unter der Sonne gibt. Und auch die Joomla-Anwender und Joomla-Entwickler, das waren nie die Cool Kids sozusagen im Open-Source-Bereich. Aber das ist eigentlich auch wiederum ein Vorteil von Joomla. Es war nie der richtig große Hype, es war nie der richtig große, der richtig große Sprung, der dann sofort wieder abflachte. Bei Joomla gibt es eine relativ hohe Kontinuität, was die Entwickler betrifft, was die Nutzer betrifft und was auch die Entwicklung betrifft. Also dass es einfach immer weitergeht, dass eine stetige Verbesserung stattfindet, statt einfach nur ein Hype, der relativ kurz ist und danach ist es wieder verbrannt. Wenn man in einige Gesichter hier guckt, da sind viele Entwickler dabei, die Joomla eben schon oder Mambo eben von seit 2003 und 2004 eben begleiten. Und das, denke ich mal, ist auch ein relativ seltener Effekt bei Open-Source-Systemen heutzutage, wo man eben quasi die nächste heiße Technologie sozusagen nutzen will oder weiter springt. Manchmal hat man schon den Eindruck, als wenn Joomla so das Retirement-Plan, der Retirement-Plan, der Rentenplan für Webentwickler ist. Ganz so schlimm ist es wohl nicht, aber wie gesagt, junge Leute für Joomla zu interessieren, denke ich mal, ist manchmal ein bisschen schwierig, weil es eben tatsächlich nicht so heiß und cool ist wie andere neue Technologien. Auch wenn man tatsächlich heutzutage oder im Moment immer wohlwollendere und positivere Berichte in den Medien bekommt. Früher waren PHP-CMS ja mehr oder weniger so als Anfänger oder Spielkram verschrien. Also Heise, denke ich mal, berichtet heutzutage etwas positiver über uns, was nicht zuletzt natürlich auch mit der Arbeit, die zum Beispiel David auch mit der Pressearbeit vorgenommen hat, was nicht zuletzt daran liegt. Das sind eben die Ergebnisse, das ist relativ aktuell, was da steht, das sind eben die Ergebnisse aus dieser langjährigen Entwicklung von Joomla und dass es eben einfach konsequent weiterentwickelt wurde. Es ist nicht das Größte und Tollste und Beste, was es gibt, aber es kann eben viele Dinge, die viele Leute brauchen und wo sich viele Leute darauf verlassen können und viele Entwickler auch mitarbeiten können. Es gibt
ganz viele Freiwillige, also die Joomla weiterentwickeln. Und was ich eben schon sagte, auch da gibt es eine relativ hohe Kontinuität, dass es viele Leute gibt, die lange dabei bleiben, lange sich engagieren und immer weiter für Joomla arbeiten und trotzdem eben auch immer wieder neue Leute, die sich für Joomla engagieren. Joomla ist natürlich nicht alleine in der CMS-Welt. Traditionell vergleicht man Joomla immer mit WordPress und auch mal mit Joomla, mit Drupal. Und es ist tatsächlich ja so, dass wenn man sich diese Google Trends anguckt, dass es natürlich ein bisschen beunruhigend aussieht. WordPress ist allein führend sozusagen und Joomla und Drupal bewegen sich langsam wieder nach unten. Dies nach unten bewegen heißt nicht, dass Joomla einfach nicht mehr stattfindet oder nicht mehr da ist. Es ist einfach, WordPress hat eine extrem hohe Marktmacht, wenn man das so sehen möchte. Und Joomla und Drupal und andere haben eben ihre Nischen gefunden. Es wird eben nicht mehr so viel, sie finden nicht mehr so viel in der Öffentlichkeit statt, aber nichtsdestotrotz, die Nutzung und die Anwendung verändert sich nicht so extrem, wie es diese Kurven darstellen mögen. Die Veränderung nochmal aus den letzten 12 Monaten, also es ist tatsächlich ein bisschen beunruhigend, dieser Runtergang oder der Niedergang der Joomla-Kurve. Was eigentlich viel wichtiger ist, wenn man Joomla und die anderen betrachtet, ist, dass wir alles Open-Source-Systeme sind und sich eine Gruppe gebildet hat, CMS Garden, wo eben die meisten nennenswerten Open-Source-Systeme sich zusammengetan haben und kooperieren statt zu konkurrieren, weil der Gedanke, Open-Source voranzutreiben, ist diesen Systemen allen gleich. Und da hat es eine ganze Reihe Aktionen gegeben. Auf Messen werden CMS-Garden Stände stellt der CMS-Garden aus und stellt die verschiedenen Systeme vor. Und also auf jeden Fall der Gedanke, Open Source voranzutreiben vor Closed Source, ist allen Systemen hier gleich. Was eben auch, und das kam heute Morgen schon bei Why Joomla sehr stark raus, deswegen gibt es neue Herausforderer, die eben nicht mehr Open Source sind, die nicht so offen sind, die nicht von der Struktur arbeiten wie WordPress, Joomla, Drupal und andere. Das sind diese Software-as-a-Service-Websites wie Wix.com, also was in Deutschland natürlich ein bisschen ein komischer Name ist, aber die eben doch einen nennenswerten Marktanteil haben und wie heute Morgen auch schon gesagt wurde, die eben das ganze Ökosystem angreifen, die nicht nur sagen, ja okay, ich nehme Joomla ein paar Marktanteile weg, sondern die eben den ganzen Bereich dieser Services rund um Joomla, rund um die Website eben auch mit an sich ziehen. Also, heute Morgen wurde ein bisschen gesagt, they steal from Hosting und so. Die stehlen ja nicht. Die sind einfach da und machen ihren Job und wenn sie ihren Job gut machen, kriegen sie Nutzer. Das ist eben das Problem. Und deswegen muss Joomla eben auch überlegen, oder Systeme wie Joomla überlegen, was können wir tun, um eben einfach in die Richtung auch interessant zu bleiben. Und da gibt es eben tatsächlich diese zwei verschiedenen Ansätze. Werde ich interessant für Entwickler? Werde ich interessant dafür, dass ich damit coole neue Sachen, leistungsfähige Sachen, performante Sachen bauen kann? Oder gehe ich tatsächlich auf den ganz niedrigen Level Endanwender, der sagt, ich will mir drei Sachen mit drei, vier Klicks irgendwie meine Startseite zusammenbauen, ein Bild hochladen und dann habe ich meine Website. Das ist wirklich wirklich ein entscheidender Punkt, an dem Joomla im Moment, denke ich mal, steht. Und ich glaube, dass er das, so wie ich das zumindest betrachte oder sehen kann, der richtige Weg gewählt wird, also nicht wirklich auf Masse und auf niedrigstes Level zu gehen, sondern dass man die Technik in den Vordergrund stellt, dass man Kontinuität in den Vordergrund stellt
und dass man einfach die Leistungsfähigkeit auch für größere Seiten mit speziellen Lösungen in den Vordergrund stellt. Weil das ist das, was Joomla eigentlich in der Vergangenheit immer das Alleinstellungsmerkmal gebracht hat, dass es ein vernünftiges Framework gab, mit dem man tatsächlich Lösungen bauen konnte, die einen mittelständischen Betrieb, die für fast beliebige Anforderungen nutzbar waren. Es gibt E-Commerce-Systeme, die in Joomla laufen, die natürlich nicht vergleichbar sind mit Amazon, was auch immer, oder Magento, aber die eben in Joomla laufen. Ein mittelständischer Betrieb kann mit seiner Website eben auf ein E-Commerce-System umstellen oder erweitern. Und das waren eigentlich die Dinge, die in Joomla eigentlich immer die Vorteile waren. Während andere Systeme einfach nicht diesen Plugin oder diesen Komponentenansatz hatten, wie Joomla, die beziehungsweise ihnen nachgezogen haben, aber mit einer Codebase, die wirklich teilweise haarsträubend ist. Und das, denke ich mal, ist der richtige Weg, den Joomla gehen sollte und die Entwicklung weiterhin in die Richtung gehen sollte, weil das ist eigentlich das Entscheidende. Dieser Hype um diese ganz wirklich einfachsten Anwender wird vorbeigehen. Der Benutzer wird auch eher wechseln, wenn er keine besondere Investition oder keine besondere Bindung zu seiner Website hat. Und von daher würde ich aus meiner jetzigen etwas externen Sicht sagen, Joomla muss einfach diesen Weg weitergehen, für Entwickler interessant zu sein, für Seitenintegratoren interessant zu sein und nicht nur für diese 2-3-Klick Website-Bauer. Ja, das war jetzt ganz kurz, ein bisschen verkürzt jetzt, der Ritt durch die letzten 13 Jahre Joomla oder 12 Jahre Joomla, 12 Jahre gibt es Joomla, kurz davor noch Mambo. Ich hoffe, das waren für den einen oder anderen, der nicht alle Entwicklungen oder alle Dinge von Joomla kennt, ein bisschen interessant. Und wie gesagt, der Ausblick aus ein bisschen externer Sicht, denke ich mal, könnte vielleicht auch eine Anregung sein, Joomla weiterhin da zu vertrauen, dass das in die richtige Richtung geht. Man hört immer wieder, Joomla ist tot, man hört immer wieder in die Aussagen wie andere Dinge sind wichtiger oder besser. Wie gesagt, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Joomla genau mit dieser Strategie, die seine Berechtigung behält. Dankeschön.